Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von X4. Ja, weiter geht es. Wir haben heute einiges vor. Wir hatten in der letzten Folge damit begonnen, dass wir heute unser Luftlabyrinth ausprobieren können. Und ich war auch fleißig und habe die restlichen Ressourcen dafür herangeschafft, sodass wir heute endlich mal das Gruppentraining ausprobieren können. Ich habe mich mal erkundigt, man kann somit hier Piloten bis zu 4 Sterne ausbilden und danach brauchen die ein individuelles Training, sprich ein Einzeltraining. Genau. Okay. Und hier übrigens, die Kampfkunstschule ist für Marinesoldaten gedacht. Ist richtig cool, dass wir das hier vorher ausprobieren, denn das möchte ich hier unbedingt auch in unserer neuen Staffel denn haben. Ja, damit wir dann ganz viele gute Piloten uns machen können, vor allem auch für unsere Mining-Schiffe. Denn so ein 5-Sterne-Pilot baut natürlich viel mehr Ressourcen in gleicher Zeit ab, als zum Beispiel so ein 2- oder 3-Sterne-Pilot. Genau, das wird richtig cool. Dann lasst uns das mal direkt hier starten. Ja, wir starten das Ganze. Und, oh je, schaut mal bitte, 207 Terraforming-Drohnen im Bau. Das wird erstmal dauern, bis da die ganzen Ressourcen hier zum Planeten gebracht wurden. Ja, genau, hier. Die müssen jetzt alle erstmal geliefert werden. Okay. So. Ach, Boso. Ach, Boso, schaut euch ihn an. Er ist ein gutes Stichwort, den werden wir gleich mal besuchen. Übrigens, wir sind jetzt hier in der Beta 3 vom Update 6.00 und Egosoft hat hier einige Verbesserungen und Änderungen hinzugefügt, speziell auch für den Livestream-Modus. Und das habe ich mir so gewünscht für diesen Modus. Wo zeige ich denn euch das mal? Wir gehen mal hier nach Familie Grit, ja genau. Ah, da haben die Zenon-Lümmel hier eine Verteidigungsstation hingebaut, aber unsere Aska, die kümmert sich schon darum. Genau, schaut mal, was man jetzt machen kann. Wir gehen einfach mal hier mit Rechtsklick drauf und Livestream-Ansicht. Wie cool ist das denn bitte? Und schaut, da ist unsere Asgard und wir sind hier in Familie Krit. Richtig klasse. Wir können also jetzt direkt Schiffe beobachten. Genau, schaut, da ist unsere Station. Ja, das ist richtig klasse. Wir gehen mal auf ein anderes Schiff vielleicht. Was haben wir hier? Verteidigungsdrohnen. Können wir die auch beobachten? Da geht das auch. Schaut mal, so eine kleine Verteidigungsdrohne. Da ist sie. Das finde ich natürlich richtig klasse für diesen Modus. Da können wir uns direkt Schiffe anschauen. Und hier seht ihr, die möchte gerade an unsere Station andocken. Och, wie cool ist das denn bitte? Das können wir dann noch direkt beobachten. Ja, klasse. Also sowas habe ich mir schon gewünscht. Genau. Wir können das jetzt auch direkt mit Stationen machen. Ich habe hier rausgefunden, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf unsere Verteidigungsstation gehen und dann Informationen und dann unseren Manager rufen. Kann ich helfen? Dann seht ihr, gibt es hier auch eine neue Option, zeige mir den Livestream. Genau. Und bei so fremden Stationen geht das leider nicht. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel von den Argonen eine bekannte Station, deren Raumdock. Ich kann jetzt zwar den Manager aufrufen, aber ich kann den nicht rufen. Aber ich bin jetzt hier bei dem Pio Raumlabor. Genau. Wir können hier zum Organisationsvertreter gehen. Da kann es natürlich sein, wenn ihr da auf eine spezielle Station schauen möchtet, dass ihr da jedes Mal hin müsst und dann zu dem Stationsinhaber oder zu dem Vertreter. Das habe ich jetzt noch nicht ganz so rausgefunden, aber ich nehme mal an. Ihr könnt nur eure eigenen Manager rufen und euch das dann zeigen lassen. Und hier seht ihr, hier habt ihr dann direkt auch, zeige mir den Livestream. Genau. Ja, wir klicken das mal an. Machen Sie es gut. Und ihr seht, dann zeigt er uns hier Sigaris, Pio Raumlabor. Das funktioniert also. Genau. Aber da müsst ihr dann halt, denke ich mal, leider immer zu der entsprechenden Station reisen und den Inhaber davon dann ansprechen. Ja, aber finde ich richtig klasse. Also ich liebe ja das mit den Schiffen, dass wir jetzt hier Schiffe beobachten können, wie wir wollen. Das mag ich richtig doll. Hier ist ja einiges los mittlerweile bei mir. Hier auch zweiter Kontakt. Schaut mal, das gehört eigentlich fast komplett mittlerweile den Terranern. Die hier springen ja auch immer drinnen rum. Ja, und dann können wir einfach uns hier so ein kleines Schiff nehmen und Livestream-Ansicht. Ich finde das so cool. Zweiter Kontakt. Nicht beanspruchter Sektor. Aber die Terraner haben da bei mir ganz viele Verteidigungsstationen.
Und jetzt sind wir hier gerade im Perseus Verteidiger. Der eskortiert ein Schiff, okay. Oh, das finde ich klasse. Also das mit dem Schiffen finde ich mit am besten davon, dass man die dann direkt beobachten kann, was sie da machen. Man sieht ja dann, wo irgendwas los ist. Wartet mal, können wir eigentlich im Prinzip auch mit den Xenon-Schiffen machen? Schaut mal hier, Ziads Machtbereich komplett rot. Ja. Oh ja. Was ist denn hier los? Wollen wir da mal reinschauen? Das geht nicht. Du hast keinen Zugriff auf den Livestream dieser Fraktion. Ah, okay, gut. Man muss also anscheinend einen bestimmten Rang auch haben. Okay, das geht nicht. Also die Xenon können wir nicht so einfach ausspielen hier. Schade eigentlich. Okay, gut. Dann lasst mal schauen, ob Terraforming hier jetzt schon was gemacht hat. Ein bisschen was, ne? Ein paar Drohnen haben die gebaut schon und ein bisschen was hingeliefert auch schon. Okay, ich werde das Ganze dann jetzt mal hier beschleunigen und dann sehen wir gleich weiter. Ja, ich bin gerade im Hauptquartier. Ich möchte euch nämlich mal schnell unseren Bosotar zeigen. Schaut mal bitte. Hallo auch. Hallo auch. Fällt euch was auf? Hallo auch. Ja, der sieht anders aus, vor allem im Gesicht. Ich denke mal, das ist in Vorbereitung auf das neue Boronen-Update. Aber ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn trotzdem noch niedlich. Seine Stimme? Hallo auch. Die hat da noch seine niedliche Stimme. Ja, Dell, ich mag dich auch. Genau, das müsste aber schon seit der Beta 1 drin sein vom Update 6.00, dass der jetzt so aussieht. Das habe ich gar nicht gelesen oder gar nicht so für wahrgenommen erst. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als der immer hier beim Terraforming, dann erscheint er immer unten rechts und sagt, das wurde im Auftrag gegeben und so, da habe ich das erst gesehen. Ja, da seht ihr mal, so schnell kann es gehen. Jetzt hat er ein bisschen irgendwie weniger Gesicht. Jetzt sieht er mehr aus, ja, halt wie ein Borone bestimmt. Okay, ihr könnt mir ja schreiben, welchen Boso ihr besser gefunden habt, den hier oder den vorigen. Ich finde beide gut. Okay, ihr Lieben, passt mal auf. Wir sind jetzt so weit gekommen bis jetzt. Genau, mein Sinser ist gerade aktuell schon am Kochen. Es müssen noch 93 Drohnen gebaut werden und es wurde auch schon einiges an den Planeten geliefert. Das ist natürlich sehr schön. Aber so ein Bau einer Drohne, das dauert auch in Echtzeit. Ich glaube 5 Minuten, oder? Wir schauen mal eben. Ja, genau, knapp 5 Minuten dauert das immer. Und ich habe mir gerade noch was überlegt. Lasst uns mal ein Schiff kaufen. Und zwar hatte ich mich ja informiert, wir können im Gruppentraining anscheinend 100 Einheiten gleichzeitig trainieren. Und ich habe mal so geschaut, welches Schiff hier 100 Einheiten genau hat, damit wir das sehen. Da würde ich mir dann später, wenn wir den neuen Spielstand machen, ja, da würde ich mir dann einfach so ein Schiff dafür immer holen oder mehrere Schiffe, die wir nur für das Leveln unserer Einheiten dann benutzen. Und schaut mal hier, der Pelikan-Angreifer, der Frachter. Wir nehmen jetzt einfach mal schwere Standardkonfiguration. Ist jetzt egal, der muss jetzt nichts können, aber ein schönes Schild hat er schon. Genau, einfach so. Und seht ihr, der kann hier genau 100 tragen. Kapitän ist drauf. Wir nehmen die Marinesoldaten einfach weg. Machen hier 100 drauf. Zur Einkaufsliste hinzufügen, Bestellung bestätigen. Und den würde ich dann am Hauptquartier andocken lassen. Genau. Ich denke mal, wir müssen das dann hier andocken lassen. Schaut mal, hier sind die Drohnen unterwegs. Okay, wir müssen natürlich jetzt noch warten, bis der Rest geliefert wurde. Perfekt, wir haben es geschafft. Okay, jetzt bin ich mega gespannt. Wir können jetzt unser Gruppentraining machen. Genau, der braucht jetzt die Gruppen auszubilden, ne? Dann müssen wir mal schauen, wie wir die jetzt drauf bekommen. So, unser Schiff ist mittlerweile auch angekommen und angedockt. Das habe ich jetzt mal hier einfach Training genannt, damit wir durchsehen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Kommandanten verteidigen, Waren, handeln mit. Ich nehme mal an, Crew transferieren. Ja, hier schaut, Gruppenauszubildende. Lehrlinge haben wir aktuell drauf. Okay, wir schieben die hier alle mal rüber. Dann haben wir genau 100 von 100. Wie genial ist denn das bitte? Bestätigen. So. Genau, die sind jetzt alle hier drauf, oder? Information. Crew. Ja, schaut. Gruppenauszubildende. Die sind alle hier. Die können nichts. Wir haben ja ganz normale Crew eingekauft und die durften nicht mal irgendwas im Pilot haben. Ach, die kommen jetzt nach und nach an. Hier sind noch ein paar grau hinterlegt. Okay,
Schau mal bei jemanden rein. Nee, seht ihr, die haben wirklich gar nichts. Oh, perfekt. Bis hierhin funktioniert das Ganze schon mal. So, dann müsste unser Schiff jetzt aber auch leer sein. Genau, hier ist nur noch der Kapitän drauf. Dann schauen wir mal hier wieder im Terraforming-Bereich. Und jetzt können wir Gruppentraining machen. Alles haben wir hier grün. Und das dauert 20 Minuten. Okay, wir drücken Start. Genau, dann brauchen wir hier Antriebsteile, Hüllenteile und Medikamente. Das haben wir alles da. Hier ist ein bisschen wenig, aber das kann ich uns nur anliefern. Aber für unseren Zweck sollte das jetzt ausreichen. Ach, schaut mal, wir brauchen hier auch noch eine Terraforming-Drohne. Okay, das muss auch erstmal hier alles an den Planeten geliefert werden. Okay, gut, dann dauert das Ganze noch 20 Minuten. Gut, probieren wir es aus. Ich bin mega gespannt. Okay, perfekt. Haben wir abgeschlossen. Wollen wir direkt nochmal neu starten? Ja, kommt, wir drücken nochmal Start. Ich will mal das auf die ganzen 4 Sterne heute noch bringen. Schaut mal, ich habe hier gerade was entdeckt. Man kann hier eine Bank bauen. Das benötigt solche Ressourcen und dann in Startup investieren. Und wie ich das verstanden habe, muss man 26 Millionen Credits hier knapp investieren und hat dann eine 10%ige Erfolgschance, dass man 398 Millionen ausgezahlt bekommt. Das Ganze dauert 30 Minuten und hat eine Abklingzeit von 10 Minuten. Oh, hier steht, man sollte nicht sein ganzes Vermögen draufsetzen, aber trotzdem viel besser als Lotto spielen. Das können wir alles mal in der nächsten Staffel denn komplett ausprobieren mit den Terraforming. Sind hier echt noch ganz viele interessante Sachen bei, finde ich. Okay, lasst uns schauen. Jetzt bin ich mega gespannt. Wir haben schon die zweite Runde gestartet. Ab ins Hauptquartier. So, Informationen. Hier sind jetzt unsere Leute. Schauen mal bei einem rein. Und der hat einen Stern. Schaut hier. In Pilot. So, ich habe mittlerweile die dritte Runde gestartet und mich gewundert, warum das immer so wackelt, das Bild in meiner Gambit. Und schaut mal, die Schiffe haben hier nichts Besseres zu tun, als auf meiner Gambit zu parken und sich da drauf abzulegen. Seht ihr das? Dem da oben geht es auch nicht ganz gut. Der liegt direkt bei uns drauf. Und der hier, der hängt hier auch auf 8:30. Der hängt hier auch irgendwie komplett fest. Wir müssen jetzt erstmal schnell versuchen, hier rauszukommen, weil ich möchte nicht, dass davon jetzt mein Schiff kaputt geht. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ja, hier wackelt alles drin. Ey, der liegt hier direkt drauf. Das gibt's doch gar nicht. Wollen wir mal versuchen, hier auszuparken? Weil so können wir jetzt hier nicht stehen bleiben. Seht ihr, wie das hier alles wackelt drin? Abdocken. Oh je. Yeah. Da hebe ich den erstmal mit an. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit euch los? Sagt mal, was stellt denn ihr hier an? Ah, jetzt kommt er aber raus. Seht ihr das? Okay, super. Das war das letzte Gruppentraining. Wir müssten jetzt überall 4 Sterne haben. Nochmal können wir das bei denen jetzt nicht machen, weil das würde, glaube ich, nicht mehr zählen. So, lasst uns nachschauen. Wir haben jetzt hier... Oh, wie genial. Alles 4 Sterne Piloten. Schaut mal bitte. Wollen wir uns einen 5-Sterne-Pilot machen? Wie macht man das jetzt am besten? Kann ich jetzt sagen, du machst was anderes? Arbeite woanders für mich und dann vielleicht hier. Einzelauszubildender, das funktioniert. Sehr schön, zuweisen. Den kann ich auch direkt drin lassen. Wir könnten natürlich jetzt auch alle runterholen. Und wieder auf das Schiff packen und dann jeden Einzelnen nach und nach jetzt für ein Einzeltraining machen. Wen habe ich denn da jetzt genommen? Steht der jetzt hier mit bei? War das der? Gute Frage, wer das jetzt war. Ach, hier oben ist er jetzt drin. Okay, Einzelauszubildender, sehr schön. Gut, das probieren wir noch aus. Ja, ich will einen 5-Sterne-Piloten haben. Individuelles Training müssen wir da nehmen. Und das braucht auch Antriebsteile, Hüllenteile, Medikamente. Perfekt, Start. So, das Einzeltraining ist auch fertig. Dann schauen wir nach. Och, wie genial ist denn das bitte? So, wo ist der jetzt? Och, na toll, jetzt haben sie den hier rausgenommen, oder wie? Ach nee, da ist er doch, ich dachte schon. Na toll. 5-Sterne-Pilot, was sagt er dazu?
Genial, oder? Das könnten wir jetzt nur 99 Mal machen. Dann hätte ich hier 105 Sternepiloten. Also wirklich richtig sinnvoll für meiner und so. Da freue ich mich dann schon richtig drauf. Die werde ich vielleicht jetzt hier auch noch irgendwo einsetzen, mal ausprobieren und austauschen. Ja, da haben wir noch ein großes Ziel geschafft, was ich unbedingt erreichen wollte mit den Pilotenleveln. Das nehme ich auf jeden Fall dann in unseren neuen Spielstand mit rein. Da bauen wir uns das Ganze dann auch wieder mit auf. So, wisst ihr, was ich aber in dieser Folge gerne noch anfangen wollen würde? Und zwar die letzten Missionen zu Gezeiten der Habgier, beziehungsweise eine davon schon mal. Wir hatten ja die ganzen Missionen um das Beschützion schon abgeschlossen, damit waren wir ja komplett durch, sind dann hier bei den Piraten gelandet, sind dort zum Backenhörnchen befördert worden und hier haben wir jetzt noch zwei offene Missionen. Ich weiß nicht, ob wir dann Gezeiten der Habgier komplett durchgespielt haben. Wäre interessant, könnte ich mir vorstellen, weil bisher hatten wir sonst keine neuen Missionsgeber gefunden. Genau, hier haben wir einmal Entführungseskapaden und Tingeltangel mit den Teladi. Was machen wir als erstes? Ich würde sagen, Tingeltangel mit den Teladi klingt nicht so schlecht, oder? Was müssen wir da machen? Elysische Köter planen Überfall auf Station im Teladi-Raum. Problem, Finanzministeriumsflotte seien in Nähe des Ziels stationiert. Die Kreatur müssen für Split die Aufmerksamkeit der Flotte auf sich ziehen und sie ablenken. Dann können arkadische Bestrebungen Plünderung beginnen. Kreatur sollen für mehr Details mit Split reden. Okay, wir sollen mit dem jetzt reden. Und wo wäre das Ganze? Hier oben in Windfall Unionsgipfel. Okay, hier ist die arkadische Bestrebung. Gut, ich werde dann da mal schnell hinfliegen. Ach ja, wir sind hier unten in Segaris. Okay, ich fliege mal eben schnell hin. So, wir sind angekommen. Hier können wir sicherlich nicht andocken. Genau. Da müssen wir schnell mal in den Raumanzug. Okay. Dann werden wir mal mit dem sprechen. So, Raumanzug. Okay. Barbarossa. Und dann andocken. Och, wie geschmiert. Sehr schön. Hallo du. Du wolltest mit mir sprechen? Wir kommen direkt zur Sache. Okay. Köter müssen Stationen für bestimmte Vorräte überfallen, aber Stationen seien gut bewacht. Okay. Finanzministerium achten sehr auf Piratenaktivitäten. Wenn Köter mit Waffengewalt angreifen, nehmen Ministeriumspatrouillen Crew auseinander. Stattdessen werden du und Ass für Ablenkung sorgen. Du attackieren Flotte von Ministerium frontal, von Stationen weglocken, Backenhörnchen unbedingt am Leben bleiben. Keine gute Ablenkung, wenn du in Stücke gerissen. Okay. Sehr gut. Plan vereinbart. Wenn du schnell genug sein, bleiben außer Reichweite von Kanonen. Keine Sorge. Ach ja, je. Okay, das sind die Mintheladi. Verlieren wir da übelst jetzt Rang? Ich hoffe mal nicht. Aber wir haben ein schnelles Schiff, ne? Wir nehmen direkt doch die Gambit. Ja, die ist eigentlich schnell und wendig. Soll ich die jetzt anschießen? Teleportiere zu. Oh, der gibt mir eine Aufgabe, na super. Kura Okami. Lass mich da mal wieder hin. Auch ein 4-Sterne-Pilot, die. Okay. Wir werden also das Ministerium angreifen. Ja, sieht so aus. Gut. Man sagt, ich hätte ein sehr fröhliches Gemüt. Aber das Finanzministerium bereitet mir Bauchschmerzen. Die Ladi sind nicht von Natur aus aggressiv. Wir alle haben einen angeborenen Instinkt, Konflikte zu vermeiden. Nur selten werden sie in meinem Volk qualifiziertes Kampfpilotenmaterial finden. Natürlich brauchte das Ministerium fähige Piloten und Marinesoldaten. Daher entwickelte es ein einzigartiges Trainingsprogramm für seine Kadetten. Es ist ein intensiver und zermürbender Prozess, um die Ladis ihren natürlichen Fluchtreflex vollständig zu nehmen. Dabei wäre es so einfach, diesen Instinkt in einen Vorteil zu verwandeln. Nicht nur kontrolliert das Ministerium auf erdrückende Weise, welche Waren erlaubt sind und welche nicht. Sie beugen und
geschrieben, um ihre willkürlichen Regeln durchzusetzen. Also nein, es macht mir nichts aus, mich mit diesen Typen anzulegen. Okay, greife an, Min Phönix Verteidiger. Ja, dir macht das nichts aus, aber mich fragt ja keiner, ne? Ich muss ja bloß die Sachen erledigen als Backenhörnchen, na super. Okay, werden wir schon schaffen, oder? Wir haben ja ein schnelles Schiff. Wie ich das verstanden habe, angreifen und dann abhauen und weglocken sozusagen, oder? Okay, da fliegen wir jetzt schnell hin. Und der Ast ist jetzt in meiner Nähe, oder wie? Ganz nah an Station. Okay. Greifen an, wenn bereit. Okay, mach ich. Autopilot. Keine Sorge. Ich werde direkt an ihrer Seite sein. Oh, das ist schön. Wie riesig diese Schiffe aus der Nähe wirken können. Ja, das stimmt, ne? So, passt auf. Wie macht man das jetzt? Den sollen wir angreifen? Oh, jetzt klebe ich da dran, oder wie? Jetzt werde ich hier mitgezogen. So, ich würde sagen, wir schießen von hier so und hauen dann ab. Ah ja. Backenhörnchen, du führen sie weg von Station. Du okay. Weichen dem Feuer aus, aber nicht ganz entwischen. Okay, na super. Nicht ganz entwischen. Wir sollen immer nur dem Feuer ausweichen? Ah, okay. Wir sollen aber in dem Bereich bleiben. Ach ja je. Na super. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Sie kehren zu unserem Ziel zurück, wenn du zu weit weg sein. Okay. Du sofort zurück müssen. Ja. Auto. Mach Verlust. Autopilot ausgeschaltet. Ach ja je. Verringere deine Distanz zum Flottenführer, okay? Ja. Ich flieg schon zurück. Müssen wir halt an denen vorbeisausen. So. Jetzt müsste es doch eigentlich wieder gehen, oder? Ah, die sind jetzt gerade minus 30. Mach einen Rückzug. Müssen wir jetzt in denen seine Nähe immer mehr, oder wie? Okay. Na toll, ich dachte, ich kann mich hier in dem ganzen Bereich aufhalten, aber anscheinend müssen wir näher an den ran, damit die Zeit weiterzählt. Autopilot ausgeschaltet. In Reichweite sollen wir bei denen bleiben. Oh, na toll. Oh, und das eine ganze Minute. Sie sind nutzlos. Super. Okay. Dann versuchen wir das mal. Okay, wir sind noch nah genug dran. Ich versuche mich hier echt zu konzentrieren gerade. 20 Sekunden gleich noch. Okay. Sie
6 Sekunden, 5 Sekunden. 3, 2. Kurz abbremsen. Okay. Was seien das? Weitere Ministeriumflotte. Nähern sich schnell deinem Standort. Völlig unerwartet. Schnelle Jäger unterwegs zu dir. Wahrscheinlich. Spezielle Antipiraterie-Einsatzgruppe. Okay, was soll ich jetzt machen? Okay, mache ich. Ach herrje. Dir den Weg versperren. Okay, entkommen durch die instabile Warp-Animation. Nee, Anomalie. Okay. Okay. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oje, oje, oje. Selbst ein Schlimm. Okay, wir haben es geschafft. Oh, wie cool. Geschafft. Ja, haben wir. Sehr großartig. Schön. Aber es scheint, als hätte der Sprung durch den Riss. Neuankömmling bemerken. Sofort stehen bleiben. Sie können jetzt nirgendwo mehr hin, Sie Verbrecherin. Na toll. Och nö. Wo ist Ihre Verstärkung? Oh nein! Ich wurde von meiner Staffel getrennt. Missionsabbruch! Missionsabbruch! Lassen Sie mich einfach nur hier raus! Ah, der kam ja nur alleine durch, oder wie? Das ist cool. Jetzt los! Nur fauchen und nicht beißen. Okay, das war die Mission. Sehr schön. Und unsere Nemesis ist unter Beschuss. Krass. Sie fragen sich sicher, was uns beiden einen so dramatischen Abgang ermöglicht hat. Ja, erklär mir mal bitte. Nun, vor einiger Zeit stieß der Maestro auf diese seltsamen Phänomene. So etwas wie Risse im Weltraum. Man kann damit zwischen Systeme hin und her springen. Wir nutzen sie zur schnellen Flucht. Natürlich nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Es gibt keine Möglichkeit, das Ziel zu kontrollieren. Wenn man Pech hat, findet man sich in einem von Xenon überrannten System wieder. Okay. Ja, das kennen wir ja auch schon von der Beschützer-Mission. Da müssen wir ja auch immer durch so eine Anomalie. Obwohl diese Gruppe von Taugenichtsen ebenfalls über die Anomalien gestolpert ist, begnügen sie sich damit, sie zu nutzen, ohne sie zu sehr zu hinterfragen. Okay. Erwarte Befehle. Ja, jeder redet hier mit uns. Sehr cool, haben wir schon abgeschlossen, oder? Ach nee, du willst auch noch. Haben Köter Station eingenommen. Das ist cool. Auf deiner Seite gut. Nicht wie erwartet glatt gegangen, aber du haben gut geregelt. Gute Arbeit, Backenhörnchen. Anfunken, ass, okay. Ja du, hallo, ich hab das schon gut gemacht. Du hast mir da halt einen riesen Bereich angegeben, wo ich hätte herumfliegen können, wenn das nicht akzeptiert wird. 18 Milliarden. Na toll. Sind die jetzt eigentlich noch sauer auf uns? Lass mal schnell schauen. Oh je. Ja gut, die sind jetzt hier nicht kaputt gegangen. Das müsste in Familie Zinn sein. Lass mal schnell schauen. Och Mann, Hauptsache wir haben es geschafft, ne? Hätte der auch selber machen können. Ja, nee, das geht, ist in Ordnung. Ich habe hier extra Nemesis-Schiffe, die so ein bisschen das Tor bewachen. Wenn da ein paar kaputt gehen, ist nicht ganz so schlimm. Gut. Ach so, nee, der hat die andere Mission jetzt reingemacht. Und zwar wäre das Entführungseskapaden. Da würden wir aber erst in der nächsten Folge mit weitermachen. Ja, haben wir geschafft. Ach so, wartet, ich wollte noch schnell schauen, ob das jetzt irgendwie einen Rangverlust uns gekostet hat. Hier. Nee, plus 22, das hatten wir vorher, glaube ich, auch. Okay, perfekt. Alles noch gut und wir haben trotzdem eine Mission gemacht. Perfekt. Haben wir heute viel geschafft. Hat sehr viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch diese Folge hier gefallen hat und ihr in der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi.